learned from your wrong or right? Were you learning along the way? Si sientes que te fallan los pies al camino. Mir macht das nichts aus. Ich fahre schon 50 Jahre mit dem Bus und bin das gewohnt. Wollt ihr nicht zur Kommunion, ihr Tussis? Davor muss jeder Gläubige seine Erstbeichte ablegen. Und was wirst du beichten, du Klugscheißer? Dass du letzten Mittwoch heimlich in unsere Umkleidekabine geguckt hast. Als wir duschten! Ich geb's auf. Aber vielleicht kann so ein Pfarrer ja auch helfen. Helfen? Bei was denn helfen? Naja, ich habe gehört, dass jeder Pfarrer Beichtgeheimnis hat. Der darf nichts verraten. Selbst wenn du ein Mörder bist. Echt jetzt? Kein Wort darf er sagen. Auch nicht an die Polizei, der verliert sonst seinen Job. Irgendein Problem, Liam? Was glotzt du mich an? Voll der Schleimer. Der ist immer so schüchtern. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielt. Ja. Sie uns schon gehört, als wir vor der Schule eingestiegen sind. Das kommt vor, Feldmann. Sorry, die sind halt alle so laut und aufgedreht. Wie ich als Bub zur Erstbeichte bin, da war ich auch wahnsinnig aufgeregt. Guten Morgen. So, Kinder, kommt. Kommt. Guten Morgen. Morgen. Ich möchte euch ganz herzlich zur Erstbeichte als Kommunionkinder begrüßen und vorher aber noch ein paar Sätze sagen. Das ist hier rein freiwillig. Ihr könnt bei der Beichte auch schweigen und nichts sagen. Ich gebe euch dann trotzdem den Segen und das Vaterunser. Aber wozu glaubt ihr, dass so eine Beichte auch gut sein könnte? Wer bringt bei euch den Müll raus? Meine Mama. Toni? Manchmal. Erzähl keinen Mist. Und was passiert, wenn man den Müll nicht mehr rausbringt? Genau. Hui. Und der innere Müll, der muss irgendwann auch raus, weil sonst fängt es da drin zum Stinken an. Und der Beichtstuhl da in der Kirche, das ist sowas wie eine seelische Müllabfuhr. Also, das läuft jetzt so ab. Die Frau Feldmann bringt euch einzeln rein und wer ein persönliches Gespräch haben will, der kann das gern haben. Oder aber im Beichtstuhl, dann weiß ich auch nicht, wer es ist, weil ich es ja nicht erkennen kann. Wer will ein persönliches Gespräch? Ich. Und wer will im Beichtstuhl? Gut. Gehen wir's an. Ich habe meiner Mama 2 Euro aus dem Geldbeutel genommen. Es ist nur, weil sie mir so wenig Taschengeld gibt. Und? Gelobt sei Jesus Christus. Ich habe Mathe gespickt und nur deshalb eine 1 bekommen. Hast du nichts gelernt? Ich sitze neben Melina. Das ist die Klassenbeste. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich lerne eigentlich nie. Und wie war's? Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Na, schau. Warst du schon dran? Nee. Und du? Nee, ich weiß gar nicht, was ich dem erzählen soll. Bloß nicht, dass wir uns im Fahrerkeller geküsst haben. Bloß nicht. Hallo. Hallo. Und? Möchtest du mir etwas erzählen? Nein? Nein. Ich meine doch, ich will was sagen. Ich mag meinen Bruder nicht. Mit Geschwistern ist das oft so eine Sache. Nein, sie haben das nicht richtig verstanden, Herr Pfarrer. Ich hasse meinen Bruder. Er soll für immer verschwinden. Mir wäre es sogar egal, wenn er tot wäre.